Erinnert ihr euch, als ich diese Kassetten von dem nun zerstörten Studios bekam? Nun, ich kaufte einen kleinen Projektor, sodass ich die Bänder abspielen konnte, um mehr herauszufinden. Und so wie ich es sah, als ich die Bänder genauer inspizierte, wurden mehr Änderungen vorgenommen, als ich gedacht hätte. Hier ist eine Liste von dem, was ich darin finden konnte. Happys Urlaub hatte Strandmusik im Hintergrund spielen, wo meine frühere Kopie die Musik nicht hatte. Ich denke, meine alten Kopien waren Arbeitskopien. Auch hört sich Happy etwas anders an. Verletzte Happy hatte den Apfel in der Heilszene mit einer Tomate getauscht. Ich denke, dass dies meine Theorie beweist, dass das Apfelding ein Fehler der Produzenten war. Happy geht zur Schule hatte eine ganze verlorene Szene mit einem Song darin. Sie fand zwischen der Mathe- und der Wissenschaftsszene statt. Sie beinhaltete Happy, der in eine Sozialkundeklasse geht, und ein Kind, welches Probleme mit seinen Hausaufgaben über die amerikanische Revolution hat, findet. Happy erzählt dem Kind, dass es aufpassen soll, was der Lehrer ihm erzählt, welches Teil von Schoolhouse Rock über die amerikanische Revolution ist. Die Bubu-Szene in Nate braucht Hilfe ist viel kürzer und allgemein weniger verstörend. Wow, ein anderer Monat. Erwartet viele Einträge an diesem Freitag, das Wochenende und Montag. Alles klar, bis jetzt habe ich 20% des Happy-Happy-Spiels geschafft. Wie auch immer, ich bin ziemlich müde, denn ich war für 15 Stunden wach und habe die ganze Zeit über an dem Spiel gearbeitet. Also kann ich euch nur ein schnelles Detail von dem Spiel bis jetzt bieten. Die Handlung bleibt dieselbe. Happy hört vom goldenen Apfel und muss zufällige Rätselscheiße lösen. Es ist immer noch dasselbe Spiel, bis auf ein paar wichtige Unterschiede. Als erstes gibt es jetzt viel mehr Räume mit mehr Kindern, die man retten kann, um Punkte zu bekommen. Aber das wisst ihr ja bereits. Happy kann jetzt ein paar verschiedene Kräfte erhalten, um die Hindernisse zu bewältigen, wie zum Beispiel Wasser-Happy, der unter Wasser überleben kann, schnellerer Happy, der über große Gruben springen kann, und starker Happy, der Felsen wegräumen kann, die den Weg versperren. Die Optik wurde besser, anders als im Prototyp, welcher noch leere Räume hatte, wie zum Beispiel Happy's Van oder das Labyrinth aus der Vergangenheit, waren nun viele Dinge komplett, obwohl ich meine schon lange eingerosteten Architektenfähigkeiten einsetzen musste. Außerdem wurde der Glitch in den endlosen Treppen repariert. Nun, und jetzt passieren die Dinge, die nicht für Kinder geeignet sind. Ich sprach bereits über das schlechte Ende und wie Happy stirbt, als er den goldenen Apfel gegessen hatte. Nun, das reparierte Ende hierfür ist noch schlimmer. Nachdem Happy nach dem Essen des goldenen Apfels starb, ging ein Kind hinein, sah den toten Körper von Happy, weinte und, wie in der Fehlschlaggrafik, beging es Selbstmord. Und dann endete das Spiel. Das normale Ende tritt ein, wenn man mehr als 10.000 Punkte erreicht, was eigentlich ziemlich einfach ist. Happy stirbt nicht an dem goldenen Apfel, aber der Apfel arbeitet nun zufällig. Manchmal heilt er die Kinder und manchmal nicht. Das letzte mögliche Ende ist das gute Ende. Dafür muss man mindestens 50.000 Punkte erreichen. Und man muss jedes Kind gerettet haben. Happy isst den Apfel und der Apfel funktioniert komplett. Er heilt jedes Kind, das sich verletzte. Aber es wurde noch schlimmer. Entlang der Handlung des Spiels gibt es zwei Tyrannen, die Happy verfolgen. Welche diese waren, wie der Episode. Happy geht zur Schule und Happys Urlaub. Und hier passte die Audiodatei, in der man hörte, wie sich zwei Leute über Happy in der Höhle unterhielten, in das Spiel. Je nach Anforderungen variiert ihr Schicksal. Für alle Schicksale brauchst du das beste Ende. Erstens, wenn du es schnell durchspielst, dann ignoriert Happy die Tyrannen. Zweitens, wenn du es normal schnell durchspielst, dann sagt Happy den Tyrannen in einer bedrohlichen Stimme, sie sollen sich um ihre eigenen Dinge kümmern. Die Tyrannen wurden wütend, aber sie gingen weg. Drittens, wenn du über 24 Stunden brauchst, dann wird Happy sehr wütend. Er steigt in sein Van und fährt genau auf sie zu. Währenddessen schreit er, "Halt still! Mirandas Tod war viel, viel schneller!"
das letzte Ende, in dem Happy mit seinem Van in die Tyrann fährt, tritt immer im normalen Ende auf. Aber aus offensichtlichen Gründen nicht im schlechten Ende. Und ratet mal, wen ich heute gesehen habe. Ich habe wieder Forensic gesehen. Aber dieses Mal konnte ich einen genauen Blick in sein Gesicht werfen. Nun, alles, was ich sagen kann, ist, er könnte ein Mensch sein. Er könnte. Vielleicht.